Alter, wie lange haben wir kein Video mehr zusammen gedreht? Das ist voll wieder voll ungewohnt. Shit. Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Oh mein Gott, ich hab's falsch gemacht. Nein. Doch, ich muss sagen, Alter, 2023 ist genau. Ach so, ja, aber die Beleuchtung passt doch nicht. Man sieht uns voll dunkel. Es muss uns entgegenkommen, das Licht. Alter, 2023, was geht ab? Magisch, Tati. Und Hong aus dem frischen 2022. Eigentlich müsste man das noch aus dem letzten Jahr machen, aber kein Problem, ein paar Tage nur. Mit einer Prediction, was passiert so 2022 in diesem Jahr. Das letzte Video war echt geil gemacht. Ein Jahr im Voraus geplant. Ernst geil, das hast du von Mr. Beast, oder? Ja, der war so, echt, ich find's ernst geil. Ernst geil, das Video. Ja. Einige Dinge sind wahr geworden, kryptotechnisch alles gut gelaufen. YouTube, Twitch technisch so. Ja, nicht so, aber schauen wir mal. Ja, und Corona ist immer noch da. Corona immer noch da. Corona immer noch da, Mann. Meine Hoffnungen wurden leider zerstört, Mann. Ja, Mann. Fangen wir wieder mit Tati an. Jetzt, was wie dieses Jahr erwartet, oder was? Okay. Was du so planst, was du so hast. Also, letztes Jahr war schon echt krass, ja, mit den Jungs TVA gegründet und so, echt cool. Für mich persönlich, ich habe einen guten Weg gemacht, glaube ich. Möchte den Weg weitergehen, vielleicht sogar noch ein Stückchen mehr rein, ja. Vielleicht doch noch krasser rein, vielleicht. Ich versuch's einfach, ja. Oh Gott, sag doch, was du vorhast. Man sieht das in einem Jahr. Man sieht das in einem Jahr, Mann. Okay. Okay. Ja, jetzt. Level 4 Move, meinst du das? Ja, aber mit Badisch gesprochen. Und ich werde diesen Level 4 Move machen, ja. Sprich, ich hau mir einen Kredit, hau alles rein, geh all in, ja. Aber ich sichere mich ab, ja. Hat mich auch Badisch jetzt gebrieft, sage ich jetzt mal. Und ich werde es machen. Und bin sehr gespannt, was daraus wird oder was daraus geworden ist im Jahr 23 und hoffe natürlich auch, dass wir als Gruppe weiter so bleiben. Ja, ist echt geil, war echt cool, ab und zu mal die Jungs wieder getroffen und ja, gesundheitlich möchte ich fit werden. Ja, ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Genau, das hast du letztes Jahr gesagt. Auch dieses mit letztes, nicht mehr der Jüngste. Ja, letztes Jahr. Ja, aber es war Fitness zu uns, es war ernst, echt. Ja, mal. Letztes Jahr habe ich echt gar nichts schleifen lassen, aber ich bin jetzt auf einem guten Weg. Ich habe schon was arrangiert, ich habe jetzt mich wieder angemeldet und so. Ich mache ein bisschen Kampfsport wieder und ja, ansonsten bleibt alles beim Alten. Ich gehe wieder ein bisschen arbeiten, Geld verdienen und natürlich, ich gehe all in Krypto und vertraue darauf und ich weiß, es wird, ja. 23, wir kommen. Was geht mit YouTube und Twitch diesmal? Oh, echt schwierig, weil wir haben gut gestartet, sag ich jetzt mal, aber irgendwie. Ich hab echt immer noch Bock, man. Twitch und so, auch mit den ganzen Jungs, die uns immer folgen. Das ist lustig, immer ja. Döner, Podolski-Döner einfach. Ja, so. Aber auch die Jungs, die uns folgen auf Twitch und so, mit denen auch mal auch bei Hong immer so gestreamt und alles. Echt geil, man, war echt cool. Ich wäre immer noch dabei, wenn die Jungs mitmachen, ja, auf jeden Fall. YouTube, weiß ich nicht, was man da machen kann, welche Segmente oder was auch immer. Aber ich bin eigentlich immer für alles offen und ich hoffe, das geht was. Ja. Warum nicht? Warum nicht? Willst du weitermachen oder willst du Schluss machen? Ja, war's alles? Bei mir war's, ich hab nicht viel. Bisschen länger. Okay. Ich hab nicht viel. Ich bin happy eigentlich, so wie es jetzt gerade gelaufen ist, das letzte Jahr. Erwartungen übertroffen 2021. Absolut übertroffen, ja. Aber es geht noch mehr. Ja. Und es wird mehr werden, oder? Hoffentlich. Das kann ich sagen. Ich habe letztes Jahr krasse Predictions rausgehauen. Die sind zum Glück echt alle wahr geworden. Alles gute, klasse Richtung. Mehr zufrieden. Ein paar All-In-Moves, die funktioniert haben. Dieses Jahr wird es nicht so verrückt. Dieses Jahr wird eher abgesichert. Ich muss auf Bargeschirr. Genau. Alles absichern, sicher runterspielen, sagt er immer. Genau. Deswegen keine klasse Predictions von mir. Ich weiß, jetzt wissen wir es läuft. Und safe, nie wieder ins Hamsterrad zurück. Was ich halt nur sagen kann, ist, dass wir mit dem Geld so einiges anstellen werden, mehr gönnen werden. Verrückte, klasse Abenteuer. Ich hoffe, wir haben dann eine Deutschland-Döner-Tour gemacht. Wir haben endlich Wien abgecheckt. Zusammen als Gruppe und Pferddöner, auch verrückte Sachen, Amsterdam, hoffentlich endlich mal für Bargisch. Ja. Vielleicht Crypto.com, Arena, Los Angeles, oh Madeira, was weiß ich. Verrückte Sachen, wirklich, wirklich geile Sachen, warum nicht? Das Jahr ist lang, oder? Das Jahr ist lang und so viele Mittel, so viele Sachen, die wir machen können. Es gibt eigentlich keine Grenzen, deswegen einfach nur mehr Abenteuer, mehr Action, mehr aus dem machen, was wir haben. Und ansonsten
Fitness läuft gut. Ich hoffe, ich kriege einen krassen Körper dann. Ende 20. Ja, Gesicht südener geworden. Vor einem Jahr war so danke, Unterschied. Oh mein Gott, danke. Vielen Dank. Sieht man es nicht, mein Gesicht. Auf jeden Fall. Weltenunterschied vor einem Jahr. Jobtechnisch läuft nichts. Also Job habe ich nichts mehr. Projekte habe ich eigentlich auch nicht mehr. Hongstour ist gestorben. Fulltime E-Quadrant. Achso, Sixpath, Grüße gehen raus. Du willst einen NFT starten? Ich habe gesagt, hey, ich wäre am Start, je nachdem, was so auf uns zukommt. Also liegt an dir. Vielleicht haben wir einen NFT rausgebracht und ihr wisst es gar nicht und haben ein bisschen Geld damit gemacht. Wer weiß, seht ihr dann in einem Jahr. Private Nachricht an mich selber. Schauen wir mal, was passiert ist. Hin und her. Was das Richtige war oder sein wird, weiß ich selber noch nicht. Weiß ich nicht, du nicht. Geheimnisvoll, aber du und ich, wir wissen schon, worum es geht. Und ich bin gespannt auf deine Reaction dann 2023, Hong, ob das funktioniert hat oder nicht. So, ich fange an. Immer dasselbe, was ich sage, seit 4 Jahren. 5 Bereiche im Leben. Ich fange an mit Gesundheit. Gesundheitlich das letzte Jahr und was echt passiert ist, sagen wir mal sogar die letzten Jahre. Ich musste viel selber machen. Ärzte, echt oft Fehldiagnose. Deswegen jetzt alles gut. Ich bin komplett tablettenfrei. Das ist wirklich eins der wichtigsten Dinge für mich gewesen. Was ich jetzt vorausschauend sehe, ist nur noch fürs nächste Jahr. Ich hoffe, ich werde wieder topfit. 70 Kilo, 68 Kilo. Und wieder meine Gewichte. Ich hatte es kurz geschafft. Corona, krank, alles hin und her. Gesundheitlich muss da mehr gehen. Jetzt kommt das Segment, was ich wirklich massiv positiv überrascht hat, das war Finanzen. Ich hätte nie gedacht, dass ich auch in einem Jahr so viel lerne, es so gut läuft. Ja, kann ich dich noch unterbrechen? Ja, klar. Mir ist sowas eingefallen. Ende des Jahres haben wir gesagt, yo, die Jungs, siehst du, die Gruppe wieder in einem Tief und so. Und Ende letzten Jahres war es halt genauso. Also Ende letzten Jahres und Ende diesen Jahres. Ja. Und ich hoffe, dass nächstes Jahr nicht wieder am Ende des Jahres, also nicht, dass wir 2022 uns wieder alle finden, wieder gut durchstarten und wieder alle am Start sind und alles läuft. Und dann Ende des Jahres, genau wieder so wie letztes Jahr und dieses Jahr, halt wir uns wieder verloren haben. Ansonsten, ja. Was sollen wir denn machen? Wir sind die Mainchain, wir drei. Ich war abwesend, aber ich war wirklich Krypto drin. Ja, sozusagen auf jeden Fall. Ich war gar nicht regelmäßig, ich weiß. Familie, dies, das, Stress, Kopf. Sie erreichen nur durch Telegram. Ja. Deswegen YouTube. Und Twitch ist noch nicht gestorben. Wenn wir verrückte Abenteuer machen, hat das auch Potenzial für Twitch und YouTube. Aber nicht so wie letztes Jahr wollen wir uns nicht festlegen, hey, muss steigen, dies, das, sondern ja. Es passiert, was passiert. Aber wir bleiben natürlich diesbezüglich immer noch am Ball. Okay. Alles gut. Finanzen waren Finanzen, wir. Ja. Alles übertroffen. Ich habe so viel gelernt in einem Jahr. Und ich glaube, die nächsten Jahre wird es auch immer mehr. 2022 finanziell, ich erwarte mir gar nicht mehr so viel. Echt einfach nur schön runterspielen. Ja. Es könnte sein, dass 2022 ein negatives Kryptojahr ist. Zinsen, alles drum und dran, echt verrückt. Es ist eine All-Asset-Bubble, Asset-Inflation, alles inflationiert, Preise, ihr seht's. Aber da sind wir gut, ziemlich gut aufgestellt. Also da brauche ich nicht mal mehr viel. Wir haben wirklich mehr als genug. So. Gesundheit, Finanzen. Meine Prediction war noch, vielleicht vom Video wisst ihr es, 1.1.2023 50.000 Dollar. Die haben wir jetzt schon erreicht. Was 50.000? Bitcoin 50.000, weißt du, im Garten. Okay. 1.1.2023. Ja. Und ja, DeFi-Preis und so, mega bullish. Crow, Leute, Shanks. Nicht unterschätzen. Ich glaube, sonst habe ich genug über Finanzen und Gesundheit gesagt. Jetzt. Es gab auch Themen, die nicht so gut liefen. Zum Beispiel Emotionen, mentale Stärke, das habe ich auch noch ziemlich gut. Das ist der dritte Bereich, Emotionen, das unterschätzen viele. Da bin ich halt wirklich sehr stark, auch gnadenlos, dank den Büchern. Der Bereich, der bei mir echt schlecht ist, das ist Beziehungen. Rückblickend, ich wurde echt von den engsten Kreisen, das trifft mich halt. Mich juckt es nicht, was die anderen sagen, aber was vom engen Kreis dann echt kommt, voll, das meiste echt unverdient. Das hat mich halt hart getroffen in so ein Tief und so, muss ich ehrlich sagen. Und da hoffe ich mir, dass es echt besser wird. Ich bin eigentlich ein ziemlich netter Mensch, kann ich so sagen. Ziemlich friedlich und ja, auch beziehungstechnisch. Die wahren Freunde stehen neben ihm, oder? Ja, Mann. Ich hoffe, dass wir auch beziehungstechnisch mehr Connections, bessere, dann so zusammenbinden. Dass jeder so einen kleinen Teil übernimmt und das dann komplett so Fusionsstyle ist. Und ja, das war der vierte Bereich, Beziehungen. Frauen wird immer schwieriger, mich zurückzuhalten. Und ansonsten auch alles gut. Und Sinn des Lebens, Arbeit, Berufung. Ich liebe, was ich mache. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich hoffe, dass ich weiter gesund bleibe. Und ja, vorausblickend
hoffe ich, dass echt meine Mission, Hauptmission ist eigentlich echt nur den Leuten dieses verfickte Papier-Fiat-Geld zu erklären. Das ist das und warum Bitcoin so wertvoll ist und dass das sich immer mehr verbreitet. Das ist so, was ich hoffe. Und ja, auf ein Jahr gesehen, ja, das ist eigentlich doch nicht so spektakulär. 2050 geht's richtig ab. Kann man am 1.1.2023 auf deinen Kanal rüberschauen. Ah, perfekt, Alter. Einfach perfekt. Genau. Was abgehen wird, Leute, echt. Also wir werden einfach Leute fragen, wer mitkommt, Urlaub, dies, das, alles klar. Aber ich werde definitiv meinen Channel starten. Ich werde viel mehr mit Hong machen. Und natürlich am besten mit allen, aber ist halt zeitlich und so schwierig. Hong und ich habe wirklich eine... Ich brauche Urlaub und da werden wir viel machen. Eigenen Raum, Immobilie, natürlich, wenn alles klappt, vorher. Ausziehen, Gamingzimmer, Fitnesszimmer, alles tipptopp, keiner der stresst. Alarmanlage, eigene Festung. Bitcoin-Signal, wie bei Batman, wenn man auf den Knopf drückt, sieht man so im Himmel Bitcoin, wie bei Harry Potter, dieses Dementor, wenn ein Teil kommt. Ich finde das so geil. Tattoos werden hoffentlich am Start sein hier, alle vier, ja, die vier Coins. Ansonsten, ja, stimmt, bei mir auch. Ja. Neuerdings auch Shogun-Gun. Was noch, genau, wollte ich sagen, oder? Ja, es darf nur kein Hardcore-Crash passieren, sonst läuft alles bestens. Ja. Und was ich auch immer wieder sage, woran ich fest glaube, je mehr Geld gute Menschen haben, umso besser. Das ist mir auch sehr wichtig, ja. Ich freue mich auf 2023, ich kann es nicht erwarten. Es wird mehr ein Urlaubs-Action-Abenteuerjahr. Du meinst 2022. 2022, genau. Ja. Ich hoffe, ich lande nicht im Knast oder so, da auf einmal weg. Und Gott, ich hoffe auch. Ich hoffe, uns wird es auch geben, wir werden darauf reagieren. Und dann natürlich das für die nächsten Jahre immer so als Tradition fortführen. Ja. Und ich hoffe... Ihr seid dann immer noch am Start. Ich hoffe, wir sind dann noch eine krassere Armee. Nicht so krass wie ABK-Armee, aber auch schon eine stärkere Armee als jetzt. Auch wenn die, unsere Zuschauer immer richtig krass treu sind. Ja, ich hoffe, ja, die sind auch immer am Start. Ich hoffe, Sascha sechsstellig ist dann Sascha siebenstellig. Ja, Kuss geht raus, dass alle Marvin nicht mehr leidet. Und dass wir alle am Start sind. Und ansonsten schreibt gerne in die Kommentare, was ihr alles so euch für 2022 erwartet hattet und was so alles in Erfüllung gegangen ist. Hong, Bagish, Tati aus 2023. Ich hoffe, ihr seht das. Ich hoffe, keiner von uns hat das gelernt. Nicht weiter. We, One Piece Ruffy. Niemals Down-Phase wieder. Tablettenfrei. Das ist echt das Wichtigste. Ja, Mann. Ciao und immer noch Serious Business.